Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Wandler. Und ich spiele mit den Perks beständig Ruin, Verblüffen und Zorn des Gespensts. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass ich mich ein Stückchen schneller hochstalke und dass ich, wenn ich in Phase 2 bin, ich die Augen von den Überlebenden sehe, wenn sie ein Stückchen weglaufen. Aber nur für, ich glaube, so ein, zwei Sekunden. Also wirklich sehr kurz. Hinten. Bring mich in Phase 2, Claudette. Danke. So, und jetzt gibst du mir noch Power. So, das meine ich. Ich sehe sie noch kurz und jetzt sehe ich ihre Aura nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit dem Addon gespielt. Es könnte aber, denke ich, ganz nett sein. Mal sehen. So. Nee, wo ist die Claudette lang? Und jetzt muss ich sie erstmal wiederfinden. Aber gut, ich bin wenigstens schon in Phase 2. Das heißt, ich kann jetzt mich schneller bewegen und ein bisschen Chaos anrichten. Vielleicht beobachten und zuschlagen sollte ich eigentlich mal wieder mitnehmen. Da hören die mich nicht so schnell. Dort hinten. Upsi, das wollte ich ganz und gar nicht machen. Habe ich dich? Du kommst jetzt hier links an den Haken und dort habe ich direkt Rennspuren gesehen. Ach, ich wollte noch nicht in Phase 3 gehen. Vor allem, wenn ich sehe, wie sich die Claudette im Schrank versteckt. So, ich denke aber, dass hier noch irgendwo jemand lauert. Vielleicht im Schrank? Nein. Aber ich hatte zumindest hier vorhin dieses Glitzern, also irgendjemanden gesehen, der geglitzert hat, der sich eine Lampe geschnappt hat. Aber derjenige ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Zumindest hätte ich das so versucht. Nur, dass ich da meistens weniger Glück habe. Okay, na verdammt. Phase, die erste Phase 3 zumindest, ja, ein Stückchen weit verbraucht. Aber, ach, die Lampen bleiben irgendwie wahrscheinlich wirklich nur so lange an, wie derjenige hängt. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das immer noch nicht ganz genau verstanden, wann die Lampen jetzt gelb sind und wann sie rot werden. Dort halten sie sich nicht. Hier rechts sind sie wahrscheinlich nicht. Ich denke, sie gehen jetzt hier nach links. Genau, an den Generator. So. Und hier ist überall dieses Zeug. Ich habe keine Ahnung, wo die sich... Die können sich wahrscheinlich hier überall verstecken. Dort hinten kracht es irgendwo. Will da wohl jemand Aufmerksamkeit? Na, mal sehen, da wird sie schon noch bekommen. Die Aufmerksamkeit, die er immer wollte. So, ich könnte mir auch langsam mal überlegen, welche Generatoren ich gerne halten würde. Vielleicht der auf dem Hügel und dort hinten noch einen. Oder den hier. Na gut, der bei der Schrottlaube ist schon arg weit weg. Hallo? So, ich weiß gar nicht, ob ich dich... Hatte ich dich schon mal? Ihr Claudette seht alle gleich aus. Alle gleich unsichtbar. Jetzt hinten läuft sie. Palette umgeworfen. Ja, die ist ein bisschen panisch. Oh. Okay, hier läuft sie. Und hat im Nehmen hat sie aber... Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Besonders weil sie so kopflos so ein bisschen gelaufen ist. Da hätte ich ein bisschen gedacht, dass sie ja wahrscheinlich einfach nur mit Sprintboost oder sowas spielt. Okay, hart im Nehmen. Werde ich wahrscheinlich eh wieder vergessen und ins Leere schlagen, aber gut zu wissen. Dort hinten hat es gekracht. So, ich schau mal. Ich werde jetzt versuchen, die Paletten zu zerstören. Und dann dadurch meinen Zorn des Gespensts aufzubauen. Damit der nächste Überlebende... Oh, da hinten ist eine Lampe. Die will ich zerstören. Lampe, 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 Lampe. Weg. Hab dich. So, Ruin steht auch noch. Das ist wunderbar. Okay, der wurde auch nicht wirklich angefasst. Dort hängt die Claudette. Und ich gehe jetzt mal hier hin. Oh, da wurde schon gerettet. Okay.
Okay, wäre doch zu schön, wenn ich da jetzt ein Stalkfest draus machen könnte. Hallo. Überraschung. Verdammt, ich dachte, sie würde durchs Fenster springen. Okay, da wurde der nächste Generator aktiviert. Immerhin ist jetzt die Schrottlaubenpalette weg. So, die gebe ich erstmal ein. Oh, knappe Sache, meine Liebe. Hab ich dich? Damit hat sie nicht gerechnet. Doppelt rückwärts gelaufen. So, auf die Schulter. Dort hinten hat es gekracht. Ach, ich dachte, wäre schön, wenn ich die dort an den Hügel hängen könnte. Hügelhaken sind immer sowas Feines. Da will man einfach nicht hängen. Habe ich dort jemanden gesehen? Dort hinten hat es gekracht. So, ich schaue nochmal zu dem Gen. Der geht aber noch relativ weit zurück. Ich schaue mal, ob ich... Da wurde schon gerettet. Wer rettet denn hier so schnell? Dort hinten eine neue Claudette. Sehr gut. Okay, die weiß so ein bisschen, was sie macht. Schade, ich dachte, kann sie das drücken. Okay, nach dort oben. Da oben bringt sie mir halt nichts. Soll sie ruhig nach dort oben laufen. So, hier hinten hat es aber vorhin gekracht. Ah, da ist schon wieder eine neue Claudette. Ach, das ist die vom Anfang, okay. So, die Palette ist weg. Hier trete ich nochmal gegen. So, okay. Ich muss jetzt langsam wirklich meine Generatoren verteidigen. Zumindest mich entscheiden und dann verteidigen. So, hier war eine Palette, die ich wegmache. Dann ist wieder Zone des Gespensts bereit. Ja, die hätte ich vorhin vielleicht direkt zerstören sollen. Ich meine, weh hat sie mir ja nicht getan. Beziehungsweise hätte mir ja nicht wehgetan, sie jetzt zu zerstören. Aber jetzt habe ich auch wieder Zone des Gespensts bereit. Jetzt kann der Spaß wieder losgehen. Okay, hier haben sie kurz dran gearbeitet. Wir werden wahrscheinlich jetzt den Generator dort oben fertig machen. Ich schau mal Richtung Schrottlaube. Das hier unten so... Okay, da hat jemand dran gearbeitet. Das hier unten soll so ein bisschen mein Gebiet sein. Zweit. Oh, shit. Mann, es ist immer kurz davor und dann verkaue ich's. Okay, aber ich habe Zone des Gespensts bereit. Und bald wird der Gute nicht kommen, außer er hat Balanced Landing und macht was ganz Schlaues daraus. Nein, die Palette ist schon weg. Und du bekommst eins. So, jetzt können sie den Generator in der Schrottlaube machen. Will ich aber nicht. Ich hoffe mal, dass sie es nicht machen, beziehungsweise, dass sie nicht von dem Generator wissen. So, ab an den Haken mit dir. Ich schaue mich mal um. Sehe aber niemanden. Ich schaue noch mal ganz kurz zu dem hier. Oh ja, hier wurde dran gearbeitet. Und ich jage jemanden. Anscheinend. Irgendjemanden. Dort unten. Ach, eine Claudette, okay. Und zack. Und hier ist noch eine gewesen. Okay, pass auf, die muss ich schnell aufhängen. Eieiei, dass der Generator dort hinten in der Ecke so weit war, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Die könnten mir jetzt das Ganze zerschießen. Und dann stehe ich da wie so ein Blödmann. So, hier muss ich schnell gegentreten, zack. So, gegentreten. Und jetzt dann... die Lampe dort kaputt machen. Die ist ja eh auf dem Weg. So, dann will ich zu dem dort oben gehen. Denn wäre ich die Claudette, würde ich dort jetzt ganz schnell hingehen und versuchen fertig zu machen. Okay, hier ist im Moment niemand. Ach, verdammt. Okay, jetzt haben sie mich natürlich auch von den Generatoren hier oben weit weggelotst. Aber an denen hatten sie gar nicht erst dran gearbeitet. Okay, dort unten wurde gerettet. Ich glaube, dort hinten wurde wieder dran gearbeitet. Überwachung wäre natürlich jetzt unschlagbar. Nee, der geht noch zurück. Okay, dann sind sie bei der Schrottlaube. Dann sind sie bei der Schrottlaube und aktivieren den. Ja, wie ich es mir dachte.
hinten ist ein Rabe aufgeflogen. Okay, okay, okay. Eieiei. Wie mache ich das jetzt am besten? Die beiden Generatoren sind noch bei 0. Ich muss den hier halten. Ich habe natürlich auch keinen Beobachten und Zuschlagen dabei. Das heißt, sie hören mich immer recht gut kommen. Hier hatte schon wieder jemand dran gearbeitet. Aber niemanden, den ich jetzt direkt sehe, dachte ich zumindest. Hallo Dwight. Der lässt mich einfach stalken. Okay, ich bin bei 99. Hallo Dwight. Ach verdammt. Ich wollte in Position sein, falls jetzt durchspringt. Hab ich dich? Okay, dich muss ich kurz liegen lassen, dann gehe ich dorthin. Scheibenkleister. Ich wusste, dass das passiert. Ich dachte mir, okay, vielleicht hat er Adrenalin, dann bist du am Arsch. So, und... Hab ich dich. Ach, mein Plan ist nicht aufgegangen. Okay, schade. Aber den hier, den kann ich schön in den Keller hängen. Und dann mal sehen, was sich da noch draus verwandeln lässt. Die Tore sind auch... Ach, zu meinem Unglück beide dort oben. Wäre jetzt wenigstens eins hier oder beide hier unten, dass ich die so ein bisschen mit verteidigen könnte. Das wäre ziemlich gut. Aber so sollte es nicht sein. Mist, die haben mich ziemlich ausgespielt jetzt. Eines direkt raus. Ja, rettet euch Überlebende. Rettet euch, solange ihr noch könnt. So, passt auf. Ich versuche jetzt mal hier oben so ein bisschen den Überblick zu bewahren. Da wurde schon gerettet. Mensch, Mensch, Mensch. Die sind schnell. Die wollen es wissen. So, dich habe ich gestalkt. Also ich weiß, dass der Dwight noch hier unten ist, denn es waren keine Rennspur nach draußen. Wieso ist man so lange? Langsam. Okay, dich lasse ich dort liegen. Mal sehen, ob sich nochmal jemand in den Keller traut. Oh ja. Genau du. So, dir klebe ich jetzt am Hintern. Ich habe Zorn des Gespenst im Zweifel auch parat. Und jetzt hole ich mir dich, meine Liebe. Wieso waren hier Rennspuren? Rennt da? Ja, da rennt jemand Treppen. Okay, pass auf, ich muss sie jetzt schnell aufhängen. Okay, irgendjemand rennt zum Keller und denkt, er ist mutig und cool. Vielleicht kann ich das rumreißen. Zumindest hatte ich Spuren gesehen. Ich weiß nicht, ob da wirklich jetzt jemand hinrennt. So, vielleicht waren das auch ihre Spuren. Die sind irgendwie komisch gewesen. So, im Keller lag der Dwight. Der ist bestimmt rausgekrabbelt. Nee, ist ein... Die können ja nicht grundlos Spuren sein. Hab ich dich. Nochmal drei Leute geholt hier. Und das, obwohl es gerade eben echt richtig schlecht für mich aussah. Na klar, ich muss jetzt halt so ein bisschen fies spielen, besonders den Fight jetzt als Köder dazulassen. Aber ich habe ja schließlich zwei Claudettes damit geködert. Also ist der Plan perfekt aufgegangen. So, und er stirbt auch. So, ja genau, manchmal muss man als Killer improvisieren, wenn es halt sehr, sehr knapp wird. Da muss man sich überlegen, okay, wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich die noch dahin, dass ich da vielleicht noch einen zweiten kriege? Und dann hat es sogar so gut geklappt, dass ich noch einen dritten bekommen hatte. Mich wundert nur, dass die eine nicht geschafft hat, den Dwight... Hier wäre die Falltür. Nicht geschafft hat, den Dwight hochzuheilen. So, Ruthless Killer. Ja, das Spiel lief gar nicht so gut. Am Ende habe ich aber nochmal geglänzt. Da habe ich alles nochmal rausgeholt. So. Gut, was hätte ich mehr machen müssen? Ja, mehr die Generatoren halten. Einer ist ja direkt rausgerannt. Wäre der nicht rausgerannt, dann hätte der die Claudette retten können, dann hätte ich vielleicht nur zwei bekommen.
Was hätte ich hier machen müssen? Mehr verletzen und mehr jagen. Gut, verletzen ist so gut wie schillernd. Jagen, okay. Da habe ich wahrscheinlich die Jagden immer zu schnell beendet. So, und das waren unsere Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!